passiert hier jetzt gerade? Verliert der mich, wenn ich in so ein Se... Wo ist der? Nein! Nein, 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 nein! Okay, das ist doch jetzt mal saumies. Was zur Hölle? So, du kannst da runter, du kannst mich jetzt mal ganz in Ruhe lassen. Okay, dann doch hier lang. Durch den Lagerraum. Oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Das wollen wir... Wo geht's denn hier lang? Ah, da wäre die Tür gewesen. Ich rolle die... Da ist ja noch einer! Da ist er! Nein! No! 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 Ich bin schon wieder an der Tür vorbeigelaufen. Ich muss doch... Wieso? Warum? Bin ich unverwundbar während so einer Animation? Nein, natürlich nicht. Okay, dann wechseln wir mal zur Schrotflinte. Ansonsten sehen wir vielleicht jetzt das erste Mal eine Sterbeanimation. Ja, meine Freunde. Ich habe so die Befürchtung, wir werden gleich sehen, wie es aussieht in diesem Spiel zu sterben. Ich habe kein einziges Heil-Item mehr, soweit ich weiß. Überall sind Licker. Vielleicht habe ich auch unverschämtes Glück und überlebe das Ganze irgendwie. Auch wieder Traum und dann komme ich ja schon wieder in die Bibliothek, wo ich ja auch hin wollte. Warum zur Hölle bin ich da nicht früher lang gelaufen? Ich weiß es nicht. Aber unser Verfolger ist immer noch unterwegs. Ich brauche Heilung, ich brauche dringend Heilung. Heilung? Hallo? Heilgegenstand? Irgendeiner? Daneben steht ein Zombie. Da steht ein grünes Kraut. Halt! Da steht noch ein Zombie! Nein! Nein! Fuck.
Es ist die ganze Zeit irgendwie gelaufen. Was habe ich jetzt alles gemacht? Der Tresor hier ist noch zu. Hier war ich noch. Ach du Scheiße. Wo ist denn der? Da ist er! Hallo, mein Freund! Der nervt mich schon ein bisschen, muss ich sagen. Ach, die Notiz krieg ich ja auch. Habe ich die Notiz schon? Nein. Okay, ich muss erstmal in diesen Verhörraum. Einmal, um an die Diegel zu kommen. Zum anderen, um an die Notiz zu kommen. Gott, die ganze Scheiße noch mal machen. Mal gucken, wenn hier nichts Spannendes passiert, cutte ich das vielleicht weg bis zu dem Punkt. Bis zu dem Punkt, an dem ich bin falsch, ich muss hier rum. Bis zu dem Punkt, an dem wir wieder Richtung Uhrenturm laufen. Aber ich mache jetzt erstmal nochmal weiter, weil ich weiß ja nicht, ob irgendwas Cooles passiert. Wenn es einen Cut gibt, werdet ihr es schon mitkriegen. Ich wollte gerade sagen, jetzt geh schon da rein. So. Das kombinieren wir doch direkt mal. Laden die Pistole nach. Nehmen diese Notiz, die wir schon kennen. Nehmen diese Box. Kombinieren den Spaß direkt. Untersuchen das Ding direkt. Und holen uns hier die Munition.
Okay, wenn ich es schnell genug mache, brauche ich die Karte vielleicht auch nicht. Wobei der schwere Teil, der kommt noch. Ich hätte den Schlüssel in die Kiste packen können. So. Ich komme von hier aus ganz easy ins Stars Büro, sehe ich gerade. Da sind wir ja schon. Hallo Stars Büro. Wo ist es? Hier ist es. Tür aufmachen. Magnum nehmen. Zettel nehmen. USB-Stick nehmen. Und... jetzt noch mal hier hoch ins Wartezimmer zum Tresor. Und dann sind wir schon wieder da, wo wir eigentlich hin wollten. Ich kann jetzt in der Eingangshalle auch direkt mal... Gott, ey, so, auch direkt hier mal die Taschen wieder leer räumen. So, weg. Weg. Jetzt brauche ich erstmal Platz. Da habe ich noch einmal Heilkräuter drin. Ich glaube, die nehme ich auch tatsächlich mal mit. Ah, die Munition. Und jetzt gehen wir da hoch, den Tresor öffnen. Aber in dem Bereich läuft... leider unser guter Freund noch rum. So. Brief, Nachricht, Konfessionsbericht. 6 links, 2 rechts, 11 links. 6 links. 2 rechts, 11 links. Sehr schön. Was war da nochmal drin? Ach ja, der Aufsatz, genau. Warum habe ich mich da vorhin so dumm angestellt? So, ab in die Bibliothek. Ja. Ab in den Uhrenturm. Und dann sind wir doch schon wieder da, wo wir waren. Und das alles sogar verhältnismäßig problemlos. Und da habe ich jetzt auch irgendwas vergessen. Habe ich jetzt zu viel Hektik gemacht? Egal. Wir sind ja noch ein bisschen hier, nehme ich an. Ich weiß es nicht, aber noch sind wir hier. Jetzt wissen wir natürlich, dass hier direkt links ein Zombie steht. Du kleiner Pisser.
Wackel doch mal nicht so rum. Danke. So, da kommt der andere Freund. So, dass dem der Kopf geplatzt ist, zeigt mir ziemlich eindeutig, dass er vorerst nicht mehr aufsteht. Hier geht's in den Uhrturm. Ich schlitz erstmal da drüben hin. Kann sein, dass er da unten rumläuft? Ich hoffe, dass er unten rumläuft. Hier oben wird mir das nämlich gerade überhaupt nicht gefallen. Ja, da ist er. Aber das Einzige, was er aktuell machen muss... Nein, 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 nein. Ich will erstmal wissen, was es hier gibt. Blaues Kraut kombinieren wir direkt mit dem grünen Kraut und verlieren dadurch keinen Taschenplatz. Hier ist eine Tür, hier ist eine Tür, hier ist was zum Einsammeln. Gewehrmunition wird mitgenommen. So, liegt hier noch irgendwas? Theoretisch ja, ich weiß nur aktuell nicht wo. Denn solange es rot ist... Herztür, fuck, da kommen wir nicht hin. Nein. Einfach nein. Nein. Nein! Okay, das ist schon wieder so eine ganz beschissene Situation. So, tschüss. Da lang. Uhrenturm, ich komme. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt ultra in eine Sackgasse rein manövriere. Wie viel Gesundheit habe ich? Das ist alles noch im Rahmen. Okay, probieren wir das Spielzeug mal aus, das neue. Triff doch! So. Jetzt haben wir zumindest mal kurz unsere Ruhe. Da liegt ein Zettel. Reparaturplan. Ort Polizeistation, westlicher Uhrenturm. Aufgrund des hohen kulturellen Werts der Glocke werde ich einen Spezialisten für die Reparatur anfordern. Weitere Informationen folgen, wenn er da ist. Bis dahin werde ich Maßnahmen zur Sicherung der Glocke betreiben, da das Joch zu brechen droht. Natürlich. Kann ich die Glocke nicht einfach auf unseren ominösen Verfolger drauffallen lassen? Was haben wir hier? Also, wir brauchen hier entweder Zahnräder oder eine Kurbel oder einen Hebel, der quasi mit Zahnrädern funktioniert. Ne, wir brauchen wahrscheinlich Zahnräder, das alles ineinander greift und wieder funktioniert. Und wieso ist hier eine Sackgasse? Schieße Pulver groß. Eine große Menge Schießpulver stellt verglichen mit normalem Schießpulver die doppelte Munitionsmenge wieder her. Ja, das gefällt mir doch. Aber machen kann ich hier aktuell halt leider trotzdem nichts. Und der Typ ist wieder unterwegs. Da ist eine Leiter, eine Treppe, die wir mit dem Gerät wahrscheinlich runterfahren können. Aber wir haben halt nichts für da rein.
Haben wir was wieder rein? Nein, so eine Kurbel oder sowas haben wir nicht. Wo könnte das jetzt noch sein? Getriebe, Getriebe. Vielleicht im Lagerraum? Bibliothek ist noch rot, da müsste auch noch irgendwas sein. Duschraum ist der Spind. Büro. Ach, den Tresor haben wir auch noch nicht aufgemacht. Hier war noch Taschenplatz. Okay, das wird definitiv jetzt noch gemacht. Vorausgesetzt, ich komme lebend dahin. Warum stehen da jetzt schon wieder zwei Zombies? Warum steht hier auch nochmal ein Zombie? Und tschüss. Also selbst wenn er uns verloren hätte, wüsste er spätestens. Wo wir sind? Weil wir geschossen haben. Wie komme ich in dieses Büro? Ich bin schon wieder ganz durcheinander. Ja, genau, Erdgeschoss. Da geht's zur Leitertreppe. Ich weiß nicht, ob ich ihn töten kann. Bei meinem Glück verhalte ich meine komplette Munition in den Typ und er lebt halt am Ende immer noch. Und auf der anderen Seite, bei meinem Glück, hätte ich ihn schon längst töten können. Könnte hier viel entspannter durchgehen. So, was wollte ich machen? Ich wollte den Tresor öffnen. Hier geht's ins Büro. So. Brief an Stars. Konfiszierung, Autopsie, Entsorgung. L9, F15, L7. L9, R15, L7. So. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werde jetzt speichern. Und dann werde ich den guten Mann bekämpfen. Es ist definitiv der beste Zeitpunkt, um zu speichern. Weiter geht's. Das ist Treppenspielchen, das funktioniert schon ganz gut, muss ich sagen. Und weiter geht's. Und auf der einen Seite denke ich mir, es kann ja kein Zufall sein, dass wir genau jetzt die Magnum kriegen. Jetzt, wo der Typ da ist. Ja, dieses Bing, wenn man ihm an die Brust schießt. Zeigt uns wahrscheinlich, dass er eine kugelsichere Weste hat und es gar nichts bringt, irgendwo anders hinzuschießen als auf den Kopf. So, erstmal wieder ein kleines bisschen mehr Abstand kriegen. Und hier wieder runter. Ja. Na?
Nein! So, ich müsste auch noch die Granate haben, das heißt... Wenn das nächste Mal in die Knie geht, werfe ich vielleicht nur noch die Granate in die Fresse. Das ist ein Witz! Klick! Klick! Das dümmste Geräusch, was man in so einer Situation hören kann. So, Kumpel. Das scheint den leider nur sehr wenig zu interessieren. Okay, mehr als betäuben ist da wohl nicht drin. Probieren wir das ganze Spiel schon nochmal mit der Deagle. Also ich nenne sie mal Deagle, auch wenn sie im Spiel anders heißt. Und damit habe ich jetzt erfolgreich meine komplette Munition verschossen. Und der Typ lebt noch. Was sagt uns das? Zumindest habe ich nicht die Mittel, ihn zu töten. Ob es geht oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann ich es gerade nicht. Ich habe gespeichert. Und da, wo ich gespeichert habe, geht's beim nächsten Mal weiter bei Resident Evil. Haut rein, Leute.